Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio. Weiterhin mit meiner Wenigkeit Labor. So. Also ich würde sagen, das ist genau passend. Wenn nicht sogar mehr. Ja? Das kann man jetzt sehen, wie man will. Vorhin waren wir bei der Kurve, jetzt sind wir schon wieder viel weiter. Abwarten. Auf jeden Fall nicht weniger. Also weniger produzieren wir auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Gut. Blau-Problem gelöst. Geschwindigkeitsmodule etc. Blablabla. Das wird so bleiben. Da werde ich nicht die anderen zuklemmen. Weil ich bin die ganze Zeit mit dem Kopf am Überlegen, ob ich das mache. Aber dann müsste ich jetzt hier kappen. Okay. Und hier kappen. So, und dann müsste ich mich jetzt hier hinstellen. Das alles wegnehmen. Müsste ich jetzt hier, wie viel blaue haben wir, die alle da reinmachen und so machen. Keine Ahnung. Mach das jetzt einfach mal. Klar ist es jetzt viel, was da jetzt weggenommen wird, aber keine Ahnung. Wenn das hier nachher schon nicht reicht, diese hier produzieren ja noch langsamer. Die sind bei 14 und hier ist bei 12, ja, dann kann es ja auch nicht funktionieren. Daher, das hier oben wird dann zwar immer noch ein Problem, aber egal. Da haben wir genug Zwischenlager. Meiner Meinung nach. Es ist auf jeden Fall nicht weniger geworden mit dem blauen Fläschchen. Also das funktioniert jetzt. Super. Super. Was war das hier? Stromschalter. Benötigen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Raketentreibstoff wäre schon ziemlich nice. Normalerweise könnte man anfangen, Batteriematerialien zu generieren und Raketeneinheiten zu machen. Und dazu brauchen wir dann noch die Satellitentechnik auch noch. Entweder wir machen das auf Automatisierung, was in meinen Augen, glaube ich, nicht so gut ist, weil wir brauchen auf jeden Fall für den Raketentreibstoffeinheit eine eigene Reihe, genau wie dafür auch. Das sind drei Teile. Erst Brennstoffe können wir uns sortieren lassen. Das ist eigentlich egal. Normalerweise würde ich aber am liebsten, wenn ich ganz ehrlich bin, Uran produzieren. Würde ich am liebsten Uran produzieren und auf Atomkraftwerk fugieren oder draufsetzen. Verstehe, ich habe hier vorne meinen blöden Dingen, aber wo ist das blöde? Ah, bist du nicht hier drauf? Naja. Aber Uran irgendwo wegzuholen, ist noch ziemlich beschissen. Uran hätten wir hier hinten mit 3,8 Millionen. Da müsste ich mich erstmal durchkämpfen. Hier hinten mit 1,7 Millionen. Das war's. Ziel ist ja 373.000, 2,3 Millionen. Der Weg ist ja genauso weit wie hier unten. Nur wie mache ich das? 1,3 Millionen. Also wir haben auf jeden Fall Uran genug zur Verfügung, aber wie soll ich da unten hinkommen? Das ist genau die Frage da oben mit meinem Eisenerz. Baue ich einen Gang oder nehme ich den Koloss da oben ein? Baue ich einen Gang, muss ich trotzdem alles absichern mit MGs. Gute Frage, ne? Wie man es macht. Eigentlich, wie ich es mache, ist sowieso falsch.
Vorteil ist, Sprengstoff haben wir jetzt anscheinend wieder genug. Wir haben sogar 20 im Überschuss. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich glaube, das, was ich diesmal zu 100% besser gebaut habe, ist meine rote Produktion. Meine grüne Produktion ist ganz okay, aber nicht für alle Schienen, also für alle Linien gut gemacht. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich kann viel besser drauf kontern, wenn irgendwas in die Hose geht. Das, was mir immer noch nicht gefällt, sind so Kleinigkeiten, die ich einfach habe, die irgendwie nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ja, ich jetzt die Motoren sehe, auf einmal füllen die sich wieder. Was war los? Keine Ahnung. Also Geschütztürme. Keine Ahnung, weil die sind eigentlich hier unter Schwarz. Hauen wir Schwarz jetzt gerade gar nicht durch? Doch, wir hauen Schwarz genauso durch wie jedes andere auch. Hm. Sehe ich nicht. Was ich halt wirklich hart finde, ist, dass hier oben eigentlich nur 4 schwarze laufen. Hier unten laufen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 blaue. What the fuck? 11 blaue schaffen es nicht. So wie rot. Rot laufen 2, 4, 5. Wow. Grün. Grün laufen jetzt schon 4, 5, 6, 7. Wow. Auch noch nicht die volle Produktion ausgeschöpft. Also es ist überall nicht das Problem, außer blau. Blau ist wirklich ein absolutes Problem. Gut, lila weiß ich nicht, weil lila würde bei der übernächsten Forschung erst passieren. Und dann würden wir sehen, ob wir da auch Probleme entstehen. Hm. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, so ganz gefallen tut mir das gerade alles nicht. Ich brauche unbedingt Öl. Öl ist auch immer noch so ein Problem. Hier haben wir komplett abgebaut. Wir haben hier nur 2 Vorkommen gehabt. Das war's. Und sonst haben wir gar kein Öl. Wo ist Öl? Öl? Hallo? Wir hätten hier hinten Öl. Ja, hier haben wir noch ein paar rote Punkte. Da hätten wir Öl. Warum bin immer alles so weit weg? Ja. Also eigentlich könnten wir uns schon mal nach hier hinten orientieren. Dann könnte man, weil wir hier auch das haben, das Öl direkt hier mit in die Pipeline schieben. Könnte man hier einen Tank hinmachen und das damit reinpumpen. Oder man fährt das Öl hier hin. Aber ich glaube nicht, dass wir... Nee, hier kommen. Normalerweise müsste ich meine Hauptproduktion umlegen. Das ist mein Gedanke. Aber ich glaube, der wird nicht so ganz funktionieren. Also wenn es nach mir persönlich gehen würde, würde ich hier oben so eine Riesenöl-Raffinerie bauen, etc. Blablabla. Wir sind aber hier unten angefangen mit dem ganzen Ölkram, was ziemlich nice eigentlich ist. Ich habe wieder nicht darauf geachtet, dass hier unten erst wieder das nächste Öl ist. Dadurch wieder scheiße. Also ich hätte mich vorher ein bisschen mehr auf meine Karte konzentrieren sollen und dann wäre das viel besser geworden. Und ich weiß, viele meckern zurzeit, du redest zu viel, du baust zu wenig. Wenn ich einfach nur wieder losbaue, ist es nicht Sinn der Sache. Es passiert nichts dadurch, dass ich baue, 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 baue. Es passiert gar nichts dadurch. Ihr müsst das mal ein bisschen verstehen, wenn man nur baut, dass sich dann gar nichts dadurch verändert, sondern einfach nur schlimmer wird. Ja, ja, dann geht deine Produktion schneller. Nein, sie geht nicht schneller. Weil schneller wie forschen kann ich jetzt nicht. Ja, klar, ich könnte jetzt sagen, okay, ich mache meine Forschung größer. Was habe ich davon? Sie läuft gerade stabil. Warum soll ich meine Forschung vergrößern? Macht keinen Sinn. Ganz einfach. Ich muss nichts vergrößern, was mir nachher nur Probleme bereitet, wenn die Produktion nicht rund läuft. Ja. Man sieht, es wird blau sogar mehr. Also habe ich es geschafft, was ich wollte. Die Forschung läuft, blau wird mehr. Also super. Also bedeutet das, wenn das nachher alles super läuft und wir haben einen kurzen Stillstand, dann wird das alles volllaufen und da hinten gehen wir hin. Super geile Sache. Muss man ganz klar sagen. Der Nachteil ist, den wir hier haben,
Unser Band ist einfach zu kurz. Wir müssen mal sehen, wie wir das später ein bisschen handhaben werden. Es wird auf jeden Fall immer diese untere Reihe laufen, weil die untere Reihe nach oben liegt und die lege ich da drauf. Die Reihe lege ich nach hinten, aber es wird ja immer erst von hier weggenommen. Also, und dann könnte sein, dass diese Reihe ausreicht für Produkte. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Was ich immer ein bisschen komisch finde, ist, wir nehmen jetzt hier Rot weg und das reicht, dass wir das mit drei Maschinen auffangen. Das ist schon... Da springen zwischendurch andere Maschinen an und damit ist die Sache dann wieder gegessen. Aber wenn man die 1, 2, 3 und die hier... Wow, vier Maschinen. Yeah, viel. Unwahrscheinlich. Nichts ist... Blau ist gleich schon wieder vollgelaufen. Gelb hat sich wirklich komplett voll geschoben. Finde ich mega. Muss man ganz klar sagen. Finde ich mega. So muss es sein. Bringt immer noch den Sprengstoff. Wir haben hier wirklich genug Munition so langsam. Das gefällt mir. So muss das in dem Sinne auch weiterlaufen. Dann klappt es auch. Nur, ich werde mich jetzt so langsam darum kümmern müssen, dass wir anfangen, Eisen und Kupfer zu produzieren, ohne zu verarbeiten. Erstmal nur Lagersysteme, wo wir anfangen, was einzuspeisen, weil, wenn das hier zum Beispiel leer läuft, dann einfach das Lagersystem. Dann kommen wir dann in die Sache, wo gehen wir vor? Wir haben hier ohne Ende Kupfer mit 2,9 Millionen noch, wo wir bis jetzt einen Strang genutzt haben. Wenn wir hier einen zweiten, einen dritten hinsetzen, könnten wir dieses Kupfer schon mal gut fördern. Hier unten mein ganzes hat noch 5 Millionen. Da haben wir nochmal 56k. Das hier soll alles bleiben für das Fließband. Dann wäre das eigentlich schon ziemlich nice. Wir müssen auf jeden Fall hier oben. Aber da oben nicht. Wir brauchen wirklich das Wissenschaftspaket. Das ist doch. Kommt ein Zug. Wir müssen wirklich regulär nach da. 1,6 Millionen zu. Problem ist einfach, dass entweder der, nicht das, das nochmal wartet, mal wartet. Fällt doch gerade mal was ein. Ich kann doch das Ding. Kann ich doch. Warte. Kann da einer drauf? Ja klar. Boom. Hier stehen die ganzen Idioten einfach nur rum. Schieß da noch mal drauf, bitte. Und dann sind die schon mal weg. Dann hätten wir hier nochmal. Kugeln sind auf jeden Fall auf dem Weg. Boom. Die Viecher können dann ruhig kommen. Da kommt das Nest schon angelaufen, aber das ist alles nicht so tragisch. Dann gucken wir mal hier rein. Kommt eine Kugel? Kommt. Manuell schießen ist wirklich extrem, ne? Also... Da nochmal eine Kugel bitte. Hier oben. So, gucken wir mal, was hier passiert dann. Hier hätten wir noch eins. Da. Bumm. Ja, bitte noch. Bumm. Dann haben wir das Nest auch ausgerottet. Gut. Dann können wir uns bald auf den Weg machen nach oben. Es ist
erstmal genug da, ne? Ja, wenn man sieht, also das Öl ist wirklich nicht das Problem. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Absolut. Ausgerottet haben wir sie. Also wir können uns dann die 7,6 Millionen holen. Was mache ich jetzt? Mache ich mir jetzt einen Gang? Ich bin gerade am Überlegen, wie ich dann die Schienen baue. Aber darum muss ich mir dann Gedanken machen, weil das hier ist ja eine Einkerbe. Also wenn ihr euch dieses Schienennetz jetzt hier anguckt, wir machen das mal ganz kurz so. Der kommt hier angefahren, geht hier hin, geht laden. Also vom regulären her müsste ich es bauen, dass die Eisenbahn hier nicht lang fährt. Sondern nur der hier hin will, muss da lang und der andere müsste hier lang. Hier lang. Das wäre aber ein extrem weiter Weg. Ja, weil ich da so weit ist. Das funktioniert aber auf jeden Fall auch. Mal bei der Forschung gucken. Ja, wie gesagt, Blau ist schon fast vollgelaufen. Jetzt wird sowieso hauptsächlich nur noch von einer Seite genommen. So kann die Seite vorproduzieren. Das wird schon. Sehr schön, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Der hier ist immer noch nicht fertig, warum? Was ist los mit dir? Darf nicht. Gut. Das funktioniert. Oh, da kommt eine Riesenwall, da kommt eine Riesenwall, Leute. Guck mal, da kommen sie. Und Feuermarsch. War hier was? Der Friedhof ist größer wie manche. Naja, da will ich jetzt nichts zu sagen. Das brauchen wir uns auf gar keinen Fall holen. Dafür haben wir das. Man könnte beigehen, weil wir ja hier eh Kupfer ohne Ende haben. Aber das Kupfer ist gerade überhaupt gar nicht das Problem. Null Problem. Eisen. Nein. Also Materialtechnik, wir haben nichts Probleme. Es lohnt sich nicht loszugehen und schon vorzuproduzieren, weil ich nicht weiß, wie ich dann umbauen soll. Deswegen werde ich es einfach erstmal warten. Weil es einfach läuft, Leute. Es läuft einfach. Warum soll ich dann beigehen und alles umbauen? Es macht keinen Sinn. Null. Macht auch null Vernunft in dem Sinne. Null. Ja, gelbe Motoren, muss man jetzt klipp und klar sagen, werden gerade richtig verschlungen. Ist aber normal, müsste man normal ein oder zwei Maschinen dazu machen. Sage auf jeden Fall erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.